Willkommen zurück zu South Park, direkt der Kollege Zeusbro. Ich bin Alfirubo. Und wir gehen mal zum City Walk und holen uns mal lecker Sushi essen. Oder können wir eigentlich hier rein? Können wir uns da vielleicht was holen? Scheinbar nicht. Können wir den Sushi mal herausfordern? Denkst du hier jeden Tag chinesisches Neujahr? Speicher mal. So. Rassist! Hey, ich dich nach! Hey, hier denkst du hier jeden verfluchtes. Ah! Oh! Ah! Hier essen oder mitnehmen? Ich denke mitnehmen besser. $5. Warum ist das so teuer? Was ist? Mach's genauso, wie ich's dir gezeigt habe. Zu viel zu tun machen, Shitty Chicken, andermal wiederkommen. Zu viel zu tun machen, Shitty Chicken, andermal wiederkommen. Finde ich unfair, dass er kein Bild mit uns machen will. Gut, dann sollen wir jetzt craften. Steht eigentlich irgendwas bei dem Chili Chicken? Mit genug scharfer Soße Gewürz, um die meisten Bakterien abzutöten. Zutaten für den Käse. Denkst du uns, okay. Also craften wir. Zack. Da haben wir alles. Dann hören wir schon mal her. Lecker. Was machen wir damit? Forts in die Struktur der Zeit, um die Welt kurzzeitig stillstehen zu lassen. Während du dich noch bewegen kannst. What the fuck? Ich bin der Schnellste in der Stadt. Alles klar, also der Schnellste in der Stadt. Jetzt die Frage. Dann müssen wir hier hin. Na gut, das ist hier keine Schnellreise. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht. Der macht doch 7 Millionen Selfies, mein Gott. Spiel nicht auf der Straße. Sehr wichtig, Kinder. Spielt nicht auf der Straße. Da hat er allerdings recht. Da hat das Spiel ja gesagt recht. So. Miau. So, wie kriegen wir das Ding da weg, frage ich mich. Vielleicht spielt er schon eine Mission? Könnte durchaus sein, ne? So, und jetzt? Okay, jetzt habe ich einen Akku. Ah, jetzt kommt's. Los, nur keine Hemmungen. Der Garmen Käse zu essen, okay. Oh mein Gott. Pause. Okay. Ah, cool. Kann man 5 Sekunden lang bewegen. Nice. Ah, Neuer. Wie ich sehe, willst du helfen, Classys Mitarbeit sicherzustellen. Bitte, nach dir. Hallo, wir brauchen Medizin für eine Freundin. Okay. Scheiße, diese Bankautomaten hier nicht knacken können. Schade, schade, schade. Können wir hier noch was machen vielleicht? Gas. Schade. Da ist was. Perlenbart. Okay, und wir haben Stoff bekommen. Juhu. Na gut, dann... Oh, will eure Freundin ein energetisierendes mentales Gefühl oder ein Ganzkörper-High? Keine Ahnung. Ich schicke euch unseren Grasexperten, der kann euch helfen. Na, Tauli. Hey, wollt ihr high werden? Oh, hi, Eric. Oh, Tauli, dachte, du wärst auf Entziehungskur. War ich, und jetzt bin ich wieder im South Park. Clean und nüchtern seit einem Jahr. Clean und nüchtern, ganz ohne Drogen. Und weißt du, ich vermisse nichts. Und du arbeitest in einem Grasladen? Cannabis, Eric, und ja, das ist super. Ich werde jetzt high davon, dass ich Leute von ihren Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne und Stress heile, ganz natürlich. Wusstest du, dass schon die alten Chinesen ihren Kindern zum Zahnen Cannabis gaben? Ha,
Ich habe eine süchtig machende Persönlichkeit, also geht's mir auch ohne gut. Und ich habe jetzt ein Kind zusammen mit der Lady. Da bleibe ich lieber auf dem rechten Weg, verstehst du? Du hast ein Kind, so. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit eins hatte, aber zu high war, um es zu merken. Aber jetzt habe ich einen Job und bezahle meine Miete. Und tue Gutes, indem ich den Leuten helfe. Die brauchen pflanzliche Heilmittel. Für den ganzen modernen Stress mit Job, Steuern und Verkehr und mit der Alten, die mir wegen der Scheißwohnung im Nacken sitzt und meckert, Tauli, das Klo ist kaputt und warum kannst du das nicht reparieren? Bin ich vielleicht Klempner? Bitch, ich bin ein Handtuch und kein verdammter Klempner! Okay, wir wollen für eine Freundin Medizin abholen. Sie heißt Classy. Oh, Classy, Classy mit einem Y, aus dem eine Klitoris hängt, die sich umdreht und wie wird das C leckt? Nein, Classy mit einem Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fängt. Oh, die Classy, klar, ich habe ihre Bestellung. Alles klar. Sie mag Bananakusch für ihre Rückenschmerzen und Platinum OG für... Warte, was zur... Wer hat hier Chillax-Kusch zum OG Mellow Bliss getan? Was zur Hölle, ihr Spasten? Die Leute wollen doch nicht Mellow mit Chill mischen, das fuckt sie voll ab. Gott, fuck. Hey, Tauli, alles cool, reg dich ab. Nein, das ist nicht cool, verdammt, ich versuche hier ein ordentliches Geschäft zu führen und mein Rücken bringt mich um, ich kann nicht schlafen und hab keinen Appetit. Diese Scheißstadt ist so abgefuckt, dass wir unsere Ware von scheiß Sechsklässlern kaufen müssen. Die keine Ahnung haben, welchen Scheiß sie da reintun. Und dann kommt noch ein paar kleine Schwanzlutscher in meinen Laden und sagen mir, dass ich mich abregen soll. Fickt euch! Reg du dich ab! Du bist ein Handtuch! What the... Was zum Fick? Rasenpfleger, rein hier! Verpasst diesen Kids mal eine Beratung! Was zum Fick? Warum? Vorsicht! Hier ist überall Ware! Ich kann ja pausiere den Kampf und haue unbeschwert auf den Gegner ein. Oh. Aber wir machen lieber den hier. So. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Der Verkäufer ist König! Allerfeinster Handtuchspaß! Okay. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Picking Cartman. Ja. Ah, fuck, ich brauche einen Schmerzhammer. Auf sie, Wunderarsch. Kannst du den töten, den kannst du töten. Tauli hat ein endlich Leben, was? Ich könnte ewig weitermachen, weil ich ein super flauschig weiches Handtuch bin. Unsere Kräfte sind noch bloß wie das Handtuch. Zünd es an, Wunderarsch. Das sind meine Lebensersparnisse an Gras. Der. Das bringt nichts. Dann machen wir den hier. Oh, cool. Zack. Hey, lass es am Handtuch aus. Okay. Warum kriege ich nicht mal 5 Minuten Pause? Um alles muss man sich selber kümmern. Bam. Du hast nicht mal gespürt. Bin ja ein Handtuch. Fuck. Von sowas war bei der Mitarbeiterschulung nicht die Rede. Uncool. Ziehen wir's durch, verdammt nochmal. Fuck. Ach, jetzt kochst du. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Ja. Toll, ich hab nur 5 Minuten Pause, aber du darfst bei der Arbeit schlafen. Ist doch kacke. Echt jetzt mal. So, wir sollen das also anzünden, sagt er. Können wir nichts machen, ja? Sollen wir das Handtuch anzünden? Oh, ich fühle das mit jeder einzelnen Mikrofaser. So sieht ein angepisstes Handtuch aus. Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Scheiße! Ich sollte weniger rauchen. Achtung, dramatischer Kuhnbu. Was soll man machen gegen ihn? Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Das könnte brennen. Ach, was bringt das, ein Handtuch zu schlagen? Ah! Nichts. Das ist das Problem. Los geht's, Furzlord. Das bringt auch nichts. Was soll ich machen? Bleib bloß von der Ware weg, hast du gehört?
Gefällt euch das, ihr bescheuerten Handtücher? Ach, hat jemand Brandsalbe? Kuhnkrallen raus. Zündest du meinen Vorrat an? Ah, ich musste hinlatschen. Gut, Gottes Lufterfrischer. Steck noch einen an. Hör auf, die Ware abzufackeln. Aber das ist echt gutes Zeug. Wir brauchen noch mehr Rauch. Ab. Ja, okay. Schlag sie für den Kuhnfurzkiste. Jetzt haben meine Billepätschen eine Reichweite, lol. Naja, jetzt sind wir das Zauntor an. Spann dich, Alter, wir sind alle Freunde. Ja, ich hab's das spät gecheckt. Nein, wir machen einen Zug weg. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Jetzt wirst du zerfetzt. Okay, dann überspringen wir einfach. Immer noch, Leute, euer Boss verbrennt hier. Das ist auch noch was, scheiße. Hab ich nicht gesehen. Vielleicht mache ich heute früher Feierabend. Mach doch. Ich hatte gehofft, dass du das Ding auch noch anzündest für eine gute Partystimmung. Zünd auch den letzten an. Vorsicht, Kuhn. Das ist Bullshit. Ja, ist tot. Und den kann ich nicht anzünden, was? Verdammt. Okay, da muss ich Cartman reanimieren. Vielleicht hätte ich mich nicht einstellen sollen. Ein verwundeter Kuhn ist der gefährlichste Kuhn. Okay, dann bleiben wir dich mal hier stehen. Können wir uns irgendwie ein bisschen heilen? Aber nur das. Das verbessertes Gegengift macht mir sogar noch Leben. Ein Burrito. Erstmal ein Burrito. So. Ich bin stressgesund. Mit euch abzuhängen macht Laune. Danke, Tauli. Ach, gut, jetzt brennt Cartman. Gut, dann stellen wir uns mal hier hin. Kuhn am Start. Und ich kann ihn nicht anfassen, den Haufen hier, ernsthaft. Ah, das brennt. Oh, schlimm. So, überspringen wir dann nochmal hier. Verkackt. So. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. So, alle Haufen angezündet. Platz für den Kuhn. Zack. Hallo, ich brenne hier. Hi. Und jetzt mein bester Angriff. Mein bester Angriff. Hey, Leute. Wie geht's, Eric? Du bist cool, Mann. Schön, dich zu sehen. Vor allem habe ich das gecheckt gehabt. Du hast gewonnen. Tauli ist wieder voll high. Benebeltes Schmerzrezeptoren. Ah, verbessertes Gegengiftrezept. Oh, cool. Und Währung. Und ein Level Up? Jawohl, Level Up. Epischer Platz freigeschaltet. Sehr schön. Zeitflotz haben wir auch gemeistert. Hi, das ist für Classy. Es gibt noch ein paar Haschnuggets und Granddaddy Purple Shatter aufs Haus. Komm jederzeit wieder vorbei. Danke, Tauli. Sehr gut, Neuer. Bring das zu Classy. Ich konnte gerade eine Selfie mit dir machen. Och Mann, fick dich. Ah! Na gut, dann. Komm ich nicht mehr rein. Fuck. Wir sind hier. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Genau, ich furze mal gerne selber. Wir können noch in Twixladen jetzt gehen. Ich will nämlich hier erst die ganze Nebenmission machen. Bist du denn in der Nebenmission? Vielleicht immer die richtige Quest auswählen, ne? So, das ist nämlich die richtige Quest. Machen wir die hier mal. Warte, wir haben noch ein bisschen was hier. Kostüme, was haben wir bekommen? Bart. Perlenbart sieht aus wie so eine Art Richtung Ziegenbart, aber hey. Ziehen wir uns den mal an. Sind wir cool.
Crafting. Hier haben wir nichts mehr, ne? Kostüme für uns Ressourcen. Hier haben wir noch was. Verbessertes gegen Gift. Schauen wir mal, ja. Komm. Zack. Für die Punkte. Macaroni. Oh, nur zwei Macaroni. Komisch, komisch, komisch. Burritos. So. Wir haben schon mal einen neuen Platz bekommen hier. Haben die noch irgendwas, was wir da reintun können? Haben wir sogar. Kuhn Kommando Guru. Das ist ein scheiß Fidget Spinner. Mehr ist das nicht. So, was macht Tauli? Der macht Gesundheit hoch. Dieses Produkt aus Kräutern und Widerstand gegenüber Schaden. Zu Höhen. Hey, wir kriegen mehr Leben. Machen weniger Schaden, aber mehr Leben. Aber momentan haben wir da kein Problem mit Leben eigentlich. Deswegen können wir das eigentlich nochmal lassen. So. Aber schön zu wissen, dass wir sowas haben. So, gehen wir hier lang. Da lang. Eine Ladezeit überspringen. So. Machen das hier kaputt, weil es nicht mag. Zack, zack. Und benutzen wir den Blitz. Kann ich von behilflich sein? Ja, kannst du hier. Renn lieber schnell. Renn du mal schneller. Bam, wenn du erst. Bitteschön. Dankeschön. So, können wir noch kaputt schlagen? Können wir Schrott. Was ist mit dir los? Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Okay, Quents Nachricht an Tweak. Hol meinen Laptop von diesem Penner zurück. Okay, was mache ich mit den Schuhen? Bam. So, wir können Pause machen. So. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Ich suche Tweak. Ist wahrscheinlich hinten. Da ist er. Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich will keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Okay. Machen wir mal den hier. Ne, den hier brauchen wir. So. Dumme Frage. Wenn ich steinen soll. Wie? Ich komme da ja nicht hin, weil da das Ding im Weg steht. Hä? Na gut, dann noch mit dir reden. Was ist das? Rück mein Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege. Ha, wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir. Ha, ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel. Ha, findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal. Tweaks Beleg für Stripe. Da ist jetzt immer noch nicht hier durch. Da kommen wir auch nicht dran. Ich würde ja gerne, aber ich komme da nicht hin. Irgendwas von mir zu fordern. Ich hoffe, ich krieg davon keine Infektion. Hoffentlich schon. Jetzt müssen wir wieder Kindergarten machen. Was ist mit dir hier? Okay. Klar, warum nicht? Haben wir schon ein Bild zusammen? Hatten wir schon, genau. Durch den Selbstjustizler haben wir was... Tut mir leid. Ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Glaubst du, ihm geht's gut? Bestimmt. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Kannst du es selber machen. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Ich kann wieder kaputt machen, alles. Ich kann alles kaputt machen. Ich brauch kann dich. Von Nutzen sein? Ja, kannst du. Gibt klasse Medizin, das haben wir auch noch. Ja, was machen wir denn? Jojo, das ist doch gut zu hören, wenn alles gut läuft, würde ich sagen. So. Wir sehen uns. Ja, danke. Gehen wir mal nach Hause. Vielleicht haben wir ja Glück und wir haben noch was in unserer Kiste.
Vielleicht liegt da noch ein bisschen Geld drin jetzt oder so. Hallo, ich bin wieder da. Blub, 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 blub. So. Geiles Update auf jeden Fall. Ja, jetzt hab ich was drin. Nur zwei Kostüme. Immo-Ponys, okay. Und jede Menge Zeug scheinbar. Scheinbar kann ich jetzt wieder was craften vielleicht? Neue Haare haben wir bekommen, okay. Schwindende Pracht. Kriegen wir etwa eine Glatze dadurch? Dafür haben wir immer noch nichts bekommen, verdammt. Kann ich alle Kostüme erstellen, die ich will. Ciao, Dad. Oh, hey, Schatz. Dein Vater ist heute ein bisschen... Nee, ja, Dad, ist alles gut. Ich weiß, dass du ein Arschloch bist. Oh. Los, kleiner Mann, lauf. Schade, der hätte gerade was geblinkt. Deswegen habe ich den mal gegengeworfen. Bist du Quinns Haus? Ne, ich glaube, du bist Quinns Haus. Oder? Hallo? Craig tut mir so leid. Hoffentlich vertragen er und Tweak sich bald wieder. Okay. Herr Wunder, Sepp ist in meinem Schlafzimmer. Hast du etwa geglaubt? Was hat er geschrieben? Nein, hier. Hast du etwa geglaubt, ich lasse ihn die ganze Zeit im Keller? Ich bin doch kein Monster. Mach dir keine Sorgen um Sicherheitssystem, Wunderarsch. Ich bin zu 60% sicher, dass das nur lackierte Plastikwaffen sind. Ja. Okay. Aber wir haben ja sonst nichts mehr, was wir irgendwie nehmen könnten, oder? Nein, schon mal nicht. Na gut. Dann auf ins Schlafzimmer. Falsches Schlafzimmer. Da drin ist er. Was ist das denn hier? Schrott. Sind wir jetzt hier jetzt mal vergasen oder was? Kein Schermisch irgendwie ein Hindernis. Ach so, Nein, ups, das sind die falschen. So, kann ich ihn jetzt nehmen? Swap Smash schon, richtiger Gegenstand, nice. Hui. Ah, ich kann mich bewegen, aber komme dann wieder zurück, okay. Alles klar. Haben wir eigentlich noch eine Toilette, die wir bekacken können? Ne, die haben wir schon bekackt. Was sind das für Haare? Sag ich, glaube ich, jedes Mal, ne? Ist ja auch widerlich. So, zack. So, wir befinden uns, hallo? Wieso kann ich die Karte nicht mehr aufrufen? Hä? Ich kann Karte uns nicht mehr benutzen. Warum? Hä? Ist das ein Bug? Ja, hier können wir auf jeden Fall schon eine Reise machen. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen! Ich glaube, ich gerade falsch. Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrumpf. Hier kommst du nicht rein! Schnauze! Du Ficker. $28 haben wir. Wow. Wir könnten uns ein Pass kaufen für die scheiß Kinder. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ja, das Spiel ist ein bisschen buggy. Verdammt. Automatisch gespeichert. Dann müssen wir da hin. Fuck. Das ist das Spiel da. Ich wundere mich, warum kann ich die Karte nicht mehr benutzen und so. So.
jetzt funktioniert wieder alles. Wunderbar. Ich dachte jetzt schon. Was ist hier verkehrt? Hier waren wir schon. Die Drogen holen wir uns noch nicht. Jetzt halt Drogen geben wir noch nicht ab. Da können wir die Lava noch nicht wegmachen, verdammt. Ups. Mir wird schlecht. Sorry, mein Wunderarsch hat halt Probleme. So, Money her. So. Kann ich von Nutz. Das war, glaube ich, unser erster Bug, ne? Ja, das war unser erster Bug, den wir hatten im Spiel. Ist eigentlich recht okay, bis jetzt. Wir sehen uns. Danke. So. Schrott her. Wenn du das Tweet gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Ja, ja, ja. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Oh, wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist ein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Was mit dem Laptop? Überweisung zur Therapie. Wieso kann der eine Therapie überweisen? What the fuck? Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals! Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Was? Ich brauche Freunde um mich. Was? Ich will doch nicht bei meiner Paartherapie dabei sein. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Ein Foto für uns? Oh, das ist manchmal nicht funktioniert. Tut mir leid. Ich mache mir zu viele Sorgen. Ja. Das Ding reagiert nicht mehr. Was ist das? Paartherapie? Craig, verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Warum? Ich will doch gar nicht. Bitte, lasst mich hier raus. Ich will nicht. Wo muss ich denn hin? Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Danke. Oh, kein Anzug. Cool, danke. Hast du unsere Saisonkarte gesehen? So gut wie dein Lieblingsflanellhemd, aber brandneu. Es war mir ein Vergnügen. Okay. Nein, das geht nicht. Nicht bevor Tweak und Craig sich wieder vertragen. Natürlich geht das nicht. Wo sind die jetzt? Hä? Oh, die Quest haben wir abgeschlossen, aber. Wo haben wir es denn? Geht der Super Craig? Ich glaube, das war's und mega gut. Wir wollen dann erstmal unsere Kostüme checken. Ja, na gut. Was haben wir denn bekommen? Elektropunk-Kopfbekleidung, okay. Gott, da sehen wir fresh aus. Krass. Und wieder hier alles kaputt schlagen. Ja, diese Kinder, die alles kaputt hauen, ne? Schlimm. Kann ich von ja, sein? Kannst du eigentlich hier lang? Ich weiß es gerade gar nicht. Und hier kann man auch nicht lang, ne? Ja. Da war auch Lava. Da kann man nicht weiter. Das ist Kuhn Friends Hauptquartier, ne? Da haben wir. Ach ja, müssen noch die. Auch keine Bruchlandung! Medizin, okay, gehen wir erstmal hier hin. Vielleicht können wir eine neue Klasse mit jetzt zurückgehen. Aber das werde ich dann erst in der nächsten Folge machen. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder warte, guck mal eben, komm, guck mal eben schnell. Muss ich das nicht in der nächsten Folge noch machen? Wie war's denn mal? Hol scrambled schnell ist. Hol. Scrambles. Schnell. Okay, neuer Code. Einkaufen. Hallo, ich bin's, der Kunstor. Ich habe neue, super starke Ware für dich.
Rezepte, die richtig teuer sind. Alter, das sieht creepy aus. Aber auch er hat keinen Stoff. Scheiße. Ich bin überlegen. Holen wir uns hier die Rezepte noch? Der Kohlstuhl dankt für deinen Einkauf. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Soll ich noch 9 Dollar? Die ganze Scheiße. So, das haben wir noch nicht. Dann craften wir das mal. Kriege ich wenigstens noch ein paar Punkte. Zack. Das haben wir noch nicht. Obwohl, biologisch kann ich anscheinend verkaufen, habe ich jede Menge von. Müsste ich mal schauen. So, sonst hat sich nichts getan, ne? Hier hat sich noch wieder was getan. Zack, zack, zack. Gut, danke. 72, was macht der? Warum eigentlich nichts Besonderes? Hier ist der Kunstloch. Verkaufen. Moment, das ist total bescheuert. Wie geht löschen? Ausgegenstände, Komponenten. Lebensmittel, da haben wir jede Menge Lebensmittel. Wir können Geld machen, Alter. Wir können richtig Geld machen, scheinbar. Ich verkaufe jetzt einfach mal 400. Zack, 20 Dollar. Schrott haben wir eine Menge hier. Das. Oh, ein. Verkaufe ich einfach jetzt mal 600. Okay, wir haben keine Geldprobleme mehr. War noch 1000 haben wir davon. Auch nochmal ein bisschen was verkaufen hier. Können wir uns eigentlich alles kaufen, was wir wollen. Ach, der bringt nur 5 Cent. Oh, okay. Machen wir eine. Also, komm. So, haben wir 100 Dollar. Da, diesen Crafting-Basiskomponente. Wo kann ich die herstellen? Für Kostüme. Aber wo kriege ich die her? Kaufen. Haben wir nochmal ein paar Kleberdinger? Transaktion abgeschlossen. Batterien brauchen wir nicht. Wir haben so viel Zeug hier teilweise. Tüte mit Chips. So. Gut. Danke für den Besuch des offiziellen Kuhn in Friends Store. Danke, danke. Gut, Eric, bist du hier? Ich rieche Wunderarsch im Anmarsch. Echt cool. Oh, wolltest du eine andere Geschichte ausprobieren? Willst du andere Klasse wählen? Nö. Cool, arbeite weiter an dem Charakterbogen. Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Ich mach alles kaputt. Ja, hoffentlich. Kann ich irgendwas noch kaputt machen, vielleicht? Oder ist hier noch irgendwie was? Nö, schon mal nicht. Schade. Na gut, dann soll es das gewesen sein für die Folge. Wir sind jetzt wieder, wir sind stinkreich, ne? Also wir können jetzt alles kaufen, was wir wollen. Gut, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.